herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist in Linz zugeschaltet und es ist der Bernhard Franz. Bernhard, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Danke vielmals, Christoph, für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin immer froh, wenn ich auch mal Österreicher hier im Podcast habe. Dann lernt man sozusagen. Und du bist ja auch Unternehmensberater und Personalentwickler. Ich sag's mal ganz grob, wir gehen ja dann auf die Details noch ein. Ich fand jetzt bei dir noch spannend, wie wir Kontakt hergestellt haben oder respektive wie du Kontakt zu mir hergestellt hast. Und zwar mit einer kleinen Videoaufnahme, die du mir geschickt hast. Das fand ich extrem sympathisch. Und einfach so ein bisschen einen anderen Ansatz und das verfolgst du auch in deinem Angebot. Und ja, und heute sprechen wir mal über deine berufliche Entwicklung und eben das, was du heute machst. Und da speziell auch, du hast so einen Ansatz, der auch für Bewerbende vielleicht noch ganz spannend sein kann und natürlich auch für Unternehmen, wie sie auch ihr Trainingsangebot entsprechend entwickeln können. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Bernhard, wie stellst du dich einer Gruppe neuer Menschen vor, die dich jetzt noch nicht kennen? Ja, also ich bin der Bernhard. In der Gruppe bin ich gern per Du. Das ist ja auch so eine Sache, das Du und das Sie. Ich bin gern immer per Du mit Menschen. Also es freut mich. Ich bin der Bernhard, bin Trainer, Unternehmensberater in Bezug auf Personalentwicklung, fokussiere mich auf spannende, intuitive, freudvolle E-Learnings und helfe Firmen und Bewerbern im produzierenden Mittelstand und im Healthcare, die Strategien von Tech-Giganten, Google, Microsoft, Apple und Co. ganz ohne große Trainingsabteilung umsetzen zu können und bessere Mitarbeiterbindung und effektives Employer-Branding zu leben. Super, wunderbar. Wie hat deine Karriere mal angefangen? Was hast du mal gelernt oder auch studiert? Ja, ich habe tatsächlich nach der Matura in Linz zu studieren begonnen, habe aber mich schon während der Schulzeit interessiert für das Thema Kommunikation. Ich komme aus einem Haushalt, der sehr bunt und sehr teilweise sehr diskutabel war und ist. Und das ist also dieses Thema Kultur und Kommunikation hat mich schon immer verfolgt im positivsten Sinn. Und habe mich dann sehr schnell im Studium auch betätigen dürfen in der politischen Kommunikation und da die Möglichkeit bekommen, für die interne und externe Kommunikation der Hochschülerinnenschaft zuständig zu werden. Und da habe ich ein Team leiten dürfen als sehr, sehr junger Mann. War spannend, war eine große Herausforderung. Und da habe ich dann schon für mich auch feststellen können, hey, das ist meine Berufung. Ich möchte in diesen Bereich gehen. Und habe dann den Wechsel vollzogen, bin nach Salzburg gegangen und habe Kommunikationswissenschaft studiert. Okay. Das war so der Beginn. Und wie ist dann weitergegangen? Wie hat sich das bei dir dann entwickelt? Ich habe während meinem Studium immer gearbeitet, habe die große Möglichkeit bekommen, dass ich während des Studiums nach Hongkong gehen darf, weil ich als Studienassistent gearbeitet habe und war dann an der Hongkong University, war für mich ein großes Erlebnis, diesen Melting Pot zu erleben, der da Hongkong ist oder war, je nachdem. Und für mich war das dieser zweite Punkt zu sagen, okay, Kulturkommunikation, das muss es sein. Und habe dann weiter studiert, habe dann ein Joint Degree Programm im MCM Media Communication Management machen dürfen mit der Fudan Universität in Shanghai. Das hat mich auch bereichert. Also ich bin ein bisschen durch die Welt gekommen. Und währenddessen habe ich aber immer gearbeitet als Synchronsprecher, als Trainer, als Moderator, natürlich klarerweise im Softskill-Bereich, also Artikulation, Rhetorik, solche Thematiken und war dann eben im Radio auch tätig, habe mich aber dann dazu durchgerungen, ich habe es ja gesagt, Media Communication Management, ich möchte mich wirtschaftlich weiterbilden, ich sehe die Business-Kommunikation als den wichtigsten Dreh- und Angelpunkt für Veränderung im alltäglichen Leben. Bin dann an die Munich Business School gegangen, habe noch International Business dort studiert. Ja, und nachdem ich fertig war mit dem Studium und mit meinen Tätigkeiten, bin jetzt schon lange als Trainer tätig, aber ich wollte dann auch wieder mal in einen Konzern rein und habe dann bei Liebherr begonnen, großen Gruß nach Bischofshofen an meine Freunde der Erdbewegung, mit denen ich auch heute noch sehr, sehr gut verbunden bin. Sind auch ein Kunde von mir jetzt und habe mich dann letztes Jahr
im Zuge der Covid-Situation dazu entschieden, wirklich mich selbst, also voll selbstständig zu machen und Firmen dabei zu unterstützen, E-Learnings umzusetzen und das in spielerischer Manier. Okay, da musst du jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen. Also ja, was machst du da ganz genau? Genau. Also was mache ich? Ich versuche effektive Strategien, ich habe es vorher erwähnt, die kommen aus dem Silicon Valley, umzusetzen und zu transponieren auf Firmen von kleinerem Scale. Also ich gehe her und das Thema Masterclass ist ja jetzt in aller Munde. Das ist ja fast so schon ein Buzzword geworden. Und ich denke aber, der Ansatz dahinter, authentisch ritualisiertes Training zu machen und das in kurzen Episoden, in kurzen Modulen, die effektiv sind und zum eigenen Lernen anregen, die helfen wirklich effektiv. Und wenn man das verbindet mit großen spielerischen Ansätzen, die ich in Asien vor allem gelernt habe, ja, dann kommt ein Produkt raus, das einfach intuitiv freudvoll ist und das Firmen dabei hilft, ganz ohne große Trainingsabteilung, ohne große Strukturen, ein Lean Product zu schaffen, das wirklich gut Mitarbeiter bindet, weiterbildet, fortbildet, ausbildet und dadurch natürlich das Employer Branding steigt. Mhm. Kannst du das vielleicht mal in einem kleinen Beispiel mal darstellen, damit sich das ein bisschen besser vorstellen kann, einmal genau? Absolut, also du hast vorher ja auch schon erwähnt in Bezug auf Bewerberinnen und Bewerber, wie kann das hilfreich sein? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das möchte ich nicht außer Acht lassen. Für die biete ich natürlich auch was an und ich glaube, da kann man es auch gut illustrieren. Ich mache viel im Bereich Online-Selbstpräsentation. Digitaler Raum ist etwas, was sehr oft schwer zu verstehen ist, was von Kultur schwer zu greifen ist. Was ist Online? Was ist Online-Kultur? Wie unterscheidet sich Online-Kultur von Offline-Kultur? Und gibt es sowas wie Nationalitäten im Online-Raum? Das sind alles Themen, die mich bewegen und die mich dazu gebracht haben, mit Partnern der Universität Salzburg und der TU Graz ein Produkt zu entwickeln, um wirklich effektiv auch Bewerberinnen und Bewerbern die Tools in die Hand zu legen, auf kurzen 10- bis 12-minütigen Episoden, die 30 Tage lang funktionieren, die 30 Tage lang aufbauend sind, das zu erlernen. Diese Skills und Tools zu erlernen, um online gut anzukommen und sich authentisch, ich weiß, das Wort Authentizität ist überfordert heutzutage, aber um sich effektiv darzustellen und das zu sagen, was man meint. Mhm. Das heißt, was konkret? Also das heißt, man macht so eine Session durch, wo man jeden Tag so 10, 15 Minuten Episoden hat. Und was lernt man da dabei? Also sich online gut zu präsentieren, was heißt das konkret? Ja, das heißt einerseits Artikulation, Rhetorik, klar, ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, wie setze ich mich richtig in den Frame? Wie setze ich meinen Frame? Wie setze ich meinen Rahmen? Wo sind meine Grenzen? Wo möchte ich, dass Licht draufgestellt wird? Wo möchte ich, dass der Schatten draufgestellt wird? Jeder hat seine Fähigkeiten, jeder hat seine Stärken. Jeder hat auch, da sind wir, glaube ich, uns einige, jeder hat eine Berufung. Und es geht darum, diesen eigenen Weg, diese eigene Vorstellung in eine authentische Online-Präsentation umzulegen. Die kann für jeden anders aussehen, aber gewisse Hard Skills müssen erlernt werden. Gewisse Hard Skills wie bediene ich wirklich effektiv meine Social Media auch im Online-Auftritt? Wie bediene ich Online-Kommunikationsmittel? Und ich glaube, das ist ein gutes Thema, wo man auch mehr reingehen kann, um es zu illustrieren. Wir haben seit 70 Jahren das Telefon, effektiv im Business-Kontext. 70 Jahre, das ist eine lange Zeit, wo man auch an Trainings arbeiten kann, wo man auch eine kulturalisierte Vorstellung des Konzepts Telefon und Telefongespräch entwickeln kann. Bevor es das Telefon gegeben hat, hat es effektiv die Frage, wo bist du gerade, nicht gegeben. Außer man war in einem Raum, der auf einmal finster geworden ist oder im Wald auf Nacht. Ja. Aber das sind so grundlegende Überlegungen, die unsere Kommunikation verändert haben. Und wir nehmen das ja gar nicht mehr wahr. Jetzt sind wir aber in einer Zeit, speziell seit 2020, die sich unendlich beschleunigt in so vielen Themen. Und Kultur wandelt sich langsam und Kulturkommunikation noch langsamer. Jetzt ist es mein Anliegen,
Bewerberinnen und Bewerbern zu helfen, diesen diffizilen Online-Raum für sie verständlich zu machen. Jeder benutzt Online-Kommunikationstools, Zoom, Teams, Webex und Co. Die wenigsten verstehen die Implikationen, dass wir nur zwei Sinne zur Verfügung haben in diesen Online-Mitteln. Ein Sehsinn, ein Hörsinn. Und vor allem das Sehen und das Sprechen, das ist relativ einfach für uns. Wir sind dann in einer visuellen Gesellschaft, wir leben in einer Welt, die durch Bilder bestimmt ist und wir können auch meistens sprechen. Also ich glaube nicht, dass das Thema heutzutage ist, Bewerberinnen und Bewerbern sprechen zu lernen oder zu lernen. Das Thema ist eher, wie kann ich aktiv zuhören und wie kann ich das für mich nutzen. Das ist so ein klassisches Beispiel, was wir da durchnehmen. Ja, super. Das heißt, du unterstützt da wirklich die Bewerbenden darin, sich einfach besser auch und professioneller auch zu präsentieren, wenn sie zum Beispiel in so einem Interview dann sind. Ist das korrekt? Das ist perfekt zusammengefasst. Okay, also sehr schön. Super. Ja, weil ich glaube, da hat es noch recht viel Potenzial, weil ich mache ja sehr, sehr viele Interviews und nur die, eigentlich kann ich sagen, doch die wenigsten Bewerbenden sind wirklich dabei, so professionell aufgestellt, dass man das Gefühl hat, jetzt wie bei dir jetzt auch, dass man das gewohnt ist. Weil viele sagen, ich mache das zum allerersten Mal und dann ja, dementsprechend sieht es auch aus. Und die Beleuchtung ist nur ein Teil und das Thema Ton ist natürlich nur ganz anderes und dann gibt es auch noch viele andere Punkte. Ja. Also super, super Initiative, finde ich klasse. Und jetzt auch für Unternehmen, wir haben das Thema Gamification angesprochen. Kannst du da gerne noch etwas dazu sagen? Also ich würde gerne den Begriff nochmal klären, weil es ist ja auch so ein Buzzword geworden, Gamification. Was ist Gamification? Was ist Game-Based Learning oder Game-Based Theory, wenn man es runterbrechen möchte? Viele Menschen haben das Wort gehört und das wird im Kontext gesetzt mit Spielen, was auch richtig ist, was stimmt. Ich möchte es ein bisschen aufteilen, damit man es auch jeder weiß, von was ich spreche, wenn ich von Gamification spreche. Gamification ist am Ende des Tages der Prozess, normale, alltägliche Prozesse interessanter und motivierender zu gestalten. Durch spielerische Methodik und spielerische Konzepte und Komponenten. Jetzt würde ich das gern auch darstellen. Lieber Christoph, was war dein Fach in der Schule, das du am wenigsten mochtest? Am wenigsten? Geschichte. Geschichte. Ja, das ist ein Klassiker. Ja, wir hatten einen furchtbaren Lehrer, deswegen. Ja, genau. Ja, das ist, Lernen hängt immer langweilig ab vom Lehrer. Ganz genau. Und wenn der Lehrer in der Geschichteklasse sagt, ja, ihr werdet jetzt bitte bis zum nächsten Mal Alexander den Großen durchnehmen und dann fangen wir an, damit zu argumentieren und aufbauen, damit aufzubauen und das ist ein furchtbarer Lehrer, dann wird die Motivation gleich null sein, dass man sich zu Hause Alexander den Großen durchnimmt. Wenn diese Hausaufgabe, diese Übung im klassischen Sinne gestellt wird, ist es ein Muss. Und es wird gerne aufgeschoben. Prokrastinieren ist da natürlich der Name of the Game. Und speziell eben, wenn die Motivation durch den Lehrer null gegeben wird. Aber wir wissen es auch, wenn das Fach teilweise schwierig ist und schwierig auch fürs eigene Verständnis, dann kann ein Lehrer noch so motivierend sein. Man muss sich selbst dazu bringen. Jetzt ist Gamification die Möglichkeit zu sagen, ja, lieber Geschichtelehrer, ich habe eine Karotte am Ende einer Angel und diese Karotte, die mache ich dir größer. Und zwar wird die Hausübung und die Hausaufgabe nicht mehr im klassischen Sinne gestellt, sondern man bekommt neue Level-Ups. Man wird interessierter dran gemacht, indem man schwierige Herausforderungen stellt, die gerade noch schaffbar sind. Und dafür wird man belohnt. Klassische behavioristische Psychologie. Und das ist Gamification. Und wenn wir das Beispiel weiternehmen und sagen, was ist Game-Based Learning, da würde die Aufgabe gar nicht mehr als Hausaufgabe wahrgenommen, sondern sie wird eingebaut, zum Beispiel in ein Spiel. In dem Falle würde ich zum Beispiel die Total War Series aus einem Online-Game nehmen. Und sagen, da gibt es ein Szenario, da gibt es eine Kampagne, Alexander der Große und die alexandrinischen Kriege. Bitte spielt das bis nächste Woche. Ne? Und dann wird Lernen natürlich viel einfacher, weil dann wird es nicht mehr als Aufgabe verstanden, sondern als Belohnung. Okay,
Super, das ist sehr spannend. Jetzt, und du hast schon gesagt, du hast einen Fokus auf das produzierende Gewerbe, ist das korrekt? Ja, ganz genau. Also produzierendes Gewerbe und durch den Überhang in die Medizintechnik auch in die Healthcare-Ecke reingehend. Aber ja, produzierendes Gewerbe, ich habe vorher gesagt, ich war ja auch bei IHRA selbst beschäftigt, habe dort wunderbare Leute kennenlernen dürfen. Ich finde die Kultur im produzierenden Gewerbe, speziell auch im mittelständischen Gewerbe, das ist etwas, was mir am Herzen liegt. Und ich möchte auch, das ist auch ein Teil meiner Berufung, dem Mittelstand diese Strategien der ganz, ganz großen Tech-Giganten zur Verfügung stellen. Und zwar in dieser Form, dass sie ihre Firmen-DNA behalten können. Man muss nicht zu Google oder Microsoft werden, damit man auch die Strategien im Lernen effektiv umsetzen kann. Und da, welche Bereiche können das, kann das eh alles denn sein? Können es produktspezifische Themen sein? Können es auch Verkaufsthemen sein oder vielleicht auch speziell im Einkauf oder in der Sachbearbeitung oder immer? Ist das völlig breit oder wie sieht das aus? Also die Herangehensweise, spielerische Lernvermittlung, da bin ich bei dir, das kann man für so gut wie alles machen. Natürlich wird es schwieriger, wenn ein Produkt sehr definiert ist und sehr eingespielt ist und ein Teil der Firmen-DNA ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel lieber heranziehen, der Kühlschrank oder die Radlader, das sind, oder die Kleine, das sind Themen, die sind in der Firmen-DNA drinnen. Und da gibt es natürlich Produktupdates. Und diese Produktupdates spielerisch zu gestalten geht, das geht auch gut. Aber es ist natürlich am Ende des Tages ein technisches Produkt. Wenn man hingegen über Themen spricht, die Menschen, wenn man so schön möchte und will, diese Themen eignen sich perfekt zur Gamification, weil sie helfen Firmen dabei, nicht nur interessant zu bleiben, sondern noch besser ihre Message anzubringen. Jedes Lernen, jedes E-Learning hat meiner Meinung nach unterliegende kulturbildende Maßnahmen. Man möchte ja, ohne der Menschen manipulieren zu wollen, aber man möchte seine Firmenwerte vermitteln. Jede Firma hat starke Werte, gerade im Mittelstand, gerade im produzierenden Gewerbe. Und da geht es mir darum, diese spielerische, freudvolle und intuitive Leiter zu legen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ganz einfach permanent weitergebildet zu werden. Und das nämlich auch Lernen, nicht als Bestrafung gesehen wird im schlimmsten Fall, sondern als Belohnung. Zum Thema Karriere. Hast du da vielleicht selber mal irgendwelche Tipps bekommen oder Sachen für dich integrieren können, wo du sagst, das hat mir auch wahnsinnig geholfen in meiner Karriere und kannst du es an der Stelle auch gerne weitergeben? Ja, ich möchte es gerne auch wieder runterbrechen auf das Thema Online-Selbstpräsentation, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, speziell jetzt auch für karriereverändernde Maßnahmen und Karrieresucherinnen und Sucher. Ich glaube, drei Tipps wären hier die ich gerne geben möchte. Das erste ist, die Kamera ist dein Tor zur Welt. Die Kamera ist kein Feind. Die Kamera ist deine Möglichkeit, mit Menschen zu interagieren. Und da gibt's viel Angst und viel Ressentiment teilweise, aber die Kamera als Freund zu sehen und sich dem bewusst zu werden, teilweise mit einem Post-it dahinter, das hilft effektiv in jeder Sitzung, in jedem Interview, auch im privaten Leben. Das zweite ist, ja, das haben wir schon als Kinder gelernt, aufrecht sitzen oder gar stehen teilweise ist auch sehr, sehr hilfreich. Wir entspannen unser Zwerchfell, die Atmung wird leichter, dadurch können wir besser artikulieren, dadurch können wir besser unsere Worte rausbringen, das wollen wir ja. Und letzter Tipp, und ich glaube, das ist der goldene Tipp für die Karriere und hat mir auch schon oft geholfen, Kunstpausen zu setzen, hilft. Atmen, Kunstpause, Gedanken sammeln, Gedanken strukturieren, 3-4 Worte im Vorfeld zu denken, einfach das Tempo rausnehmen und gleichzeitig Spannung aufzubauen. Das Gegenüber wartet auf die Aussage und die Kunstpause ist wirklich ein ganz starkes Tool, das ich hier ganz konkret auch so vermitteln möchte. Sehr, sehr schön, wunderbar. Jetzt hast du schon öfters auch von deiner Berufung gesprochen. Was ist jetzt genau deine Berufung? Ja, ich hab's jetzt schon an einigen Stellen erwähnt. Für mich ist meine Berufung ganz eindeutig. Ich sehe mich in der Weiterbildung, in der Fortbildung, in der Ausbildung. Ich möchte Menschen Spaß an Bildung geben. Das teile ich mit vielen Menschen, speziell glaube ich auch generell in pädagogischen Berufen tätige. Aber ich sehe meine Berufung in der Sicht, dass ich verbinden möchte zwischen mittelständischen Firmen,
und einerseits den Strategien der Großen und andererseits auch zur eigenen Belegschaft. Dass da ein Konnex entsteht, dass ein freudvolles gemeinsames Fort- und Weiterbilden möglich wird. Das ist mein Beruf. Gibt es auch Programme, Apps oder Internetressourcen, die dir auch deine tägliche Arbeit erleichtern? Absolut. Also du hast das gleich als Aufreißer gebracht. Ich nutze gern Loom. Loom ist für mich ein wichtiges Kommunikationstool, weil da geht es um Online-Selbstpräsentation im klassischsten Sinne. Wie kann ich mit Menschen effektiv Kontakt aufnehmen? Ich mache es durch kurze, knackige, spannende und authentische, ehrliche Videos. Da nutze ich gern Loom, da gibt es aber auch andere Anbieter. Und zwei andere Tools, da sind wir wieder in der Gamification, möchte ich auf jeden Fall noch vermitteln. Eines ist Gather.town. Das ist eine online-basierte spielerische Ebene für Firmen und für andere Zwecke. Also man kann es auch für den Hiring-Prozess zum Beispiel nutzen. Da mache ich auch ein eigenes Kapitel dazu in meinen Kursen. Da geht es darum, auf einer spielerischen Ebene sich einen Avatar zu schaffen und mit anderen in Kontakt zu treten. Da kann man ein Virtual Office aufbauen, da kann man Meetings einspuren. Ich treffe dort viele Menschen, mit denen ich auch einen, zum Beispiel Mehrwert-Call durchführe. Die treffe ich teilweise auf meiner Insel. Ich habe deine Insel hinterlegt auf meiner Website und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist ein sehr businessfähiger Anschlusspunkt zum Thema spielerisches Lernen. Und als letztes Tool möchte ich spacehuddle.io herausgreifen. Das ist ein super gamified Tool der FH Hagenberg in Oberösterreich, mit dem ich sehr verbunden bin, des PyLabs. Space Huddle ist eine Möglichkeit, in Meetings einen Prozess zu starten, wo man übers Handy ganz einfach Fragen stellen kann, die spielerisch beantworten kann. Und am Schluss entsteht dann ein Prozess. Und dieser Ideation-Prozess, der da rauskommt, der ist sehr effektiv, gut zu nutzen, userfreundlich und gamified. Und gibt es auch Bücher, die dich inspiriert haben, wo du auch an der Stelle empfehlen kannst? Gerne. Ich empfehle einerseits Tom Herdin, Werte, Kommunikation und Kultur, Fokus China. Das Fokus China würde mich bitte, also das soll einen nicht abschrecken davon, weil da gibt es auch ganz, ganz, ganz gute Grundkonzepte zum Thema interkultureller Kommunikation und transkultureller Kommunikation. Da spricht man über das Oszillationsmodell. Das sind Themen, die ganz, ganz wichtig sind, auch für Bewerberinnen und Bewerber, aber auch für Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Und das zweite Buch ist Junmi und Rappe, atmosphärische Führung. Das ist ein ganz, ein wichtiger Punkt. Atmosphären sind da, man kann sie spüren, man kann sie aber nicht greifen. Wie kann ich diese Gefühle, wie kann ich diese Atmosphären besser greifen lernen? Wie kann ich durch sie führen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei jeder Fortbildung, auch im Management. Und das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Super, genial. Also wenn das jemand jetzt hört und sagt, ich würde wahnsinnig gerne jetzt mal mit dem Bernhard Franz mal Kontakt aufnehmen, wie macht man das bei dir am einfachsten? Ach, super, das freut mich sehr, dass du mich das fragst. Das macht man am einfachsten über mein LinkedIn. Mein LinkedIn, Bernhard-Franz oder einfach nur Bernhard Franz eingeben oder über meine Website bernhardfranz.at. Ich bin ja Österreicher, also .at. .com wird bald kommen. Also vielleicht, wenn Sie das hören oder wenn ihr das hört, dann ist schon .com auch gesichert. Aber derzeit bernhardfranz.at und da kann man mit mir ganz, ganz einfach einen 30-minütigen Mehrwert-Call vereinbaren, um zu sehen, ob die Strategien der ganz Großen auch für Sie, für die Firmen, die ich betreue, passen. Super. Bernhard, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Finde ich wirklich cool. Und wünsche dir einen ganzen tollen Tag. Alles Gute und bis bald wieder. Danke für das, Christoph. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.